Mein Name ist Ulrike Detmers, ich bin geschäftsführende Gesellschafterin in der Mestemacher-Gruppe und verantworte dort den Bereich Marketing und PR. Ich bin Vorsitzende der Geschäftsleitung und Sprecherin der Unternehmensgruppe. Unsere Exportkunden waren ausgenommen Asien, also China und Japan, da. Thailand war da. Heute am Montag erwarten wir eben auch inländische B2B-Kunden. Und ich kann nur sagen, dass wir insgesamt, wenn man so eine Art Resümee zieht, mit heutigem Datum, doch zufrieden sind. Wir planen für das Jahr 2022 im Frühjahr, im ersten Quartal, eine große Promotion mit unseren Eiweißbroten. Der Konsument bekommt 20% gratis zu dem Produkt. Und das sind dann 300 Gramm Brot statt 250 Gramm. Und wir achten darauf, dass wir Food Waste, also Lebensmittelabfälle, vermeiden. Wir geben eine Scheibe dazu, respektive zwei Scheiben sind es. Und die bezahlt der Konsument nicht. Wir haben Rohstoffsteigerungen, eigentlich kann man sagen, querbeet, alle Rohstoffe, alle. Sowohl eben auch Verpackungsmaterialien wie auch die Zutaten steigen im Preis an. Das kann man eigentlich so gut wie für alle Zutaten feststellen. Wir versuchen natürlich möglichst über Automatisierung Preiserhöhungen im Zaum zu halten, aber bei bestimmten Produkten wie Kartonagen, wie Verpackungsfolien, kommen wir nicht drum herum. Ein anderer Faktor, der kostentreibend ist, ist natürlich auch sind die nachhaltigen und umweltorientierten Aktivitäten unseres Hauses.